Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Trust and Betrayal. Heute mit einer riesen Gruppe. Und zwar mit dabei sind Ratamoon. Hallo. Hallo. Tarumaru. Hi. Die Sprachgewalt. Guten Tag. Mief Steve. Hallöchen. Und Guten als letzten, weil er noch weiß ist. Hallo. Hallo. Eine Monster-Session wird das heute. Ups. Wo seid ihr gerade? Ich bin gerade noch bei Ikarios Sprachgewalt ist bei meinem Haus, zurück. Ja. Ja, ich hatte ja vergeblich versucht, War doch wegen Dings, genau. Ich, das Dings zu finden, da wo ich betrügen wollte. Und jetzt habe ich rausgefunden, ich weiß jetzt inzwischen, wo diese verdammte Höhle ist, die ich ausnehmen wollte, aber die ist leider in diesem Berg von der Stadt quasi gebaut, beziehungsweise direkt darunter, deswegen die dann doch sicher ist, leider. Ja, leider. Eine Höhle Zum Glück habe ich das noch rausgefunden, weil letzte Folge, die ich aufgenommen habe, ich habe ja so eine zwischenaufgenommen. Da bin ich halt eine halbe Stunde rumgerannt mit Miskari und habe versucht, die zu finden und habe das nicht hingekriegt. Mich voll geärgert. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich sie nicht gefunden habe. Welche Höhle meinst du denn? Da gab es eine Höhle, die ist von der Aufnahmegruppe hier mit Julia und Spielpirat am Anfang gewesen. So. Und ich hatte eine Folge von denen gesehen und habe festgestellt gehabt, dass die ihre Räume falsch gesichert haben. Und zwar haben die zwar draußen einen Block Wolle ran gemacht und haben dann auch so einen Innenraum gemacht, quasi mit Türen, aber haben nur ein Schild dran. Ja, sie haben nur ein Schild mit vier Namen drauf dran gemacht und das ist regelkonform. Ist nicht regelkonform. Ist genau, das ist nicht gesichert dadurch, ja. Genau, und deswegen hätte ich da rein können und dann die Kisten mit dem Stuff ausräumen können, den ich gewollt hätte, aber leider konnte ich nicht. Hat jemand Lust, vielleicht in der Aufnahme mit mir in den Nether reinzugehen? Haben wir schon ein Portal? Ja, in der Mitte. Ja. Aber ganz kurz für Guden, ich weiß ja nicht, du bist ja sogar noch weiß. Nether ist nicht okay. Also Nether ist, Friedensphase ist da nicht an. Genau. Okay. Ich wurde nämlich von Grab Spawn hinterhältig getötet. Nether ist auf jeden Fall PvP-Zone, ja. Ja, das ist auch Level egal, das heißt, da kommen sie auch mit Level 3 rein und könnt euch töten. Genau, also Grabs war dort, ich so, hi Grabsy! Er bewegt sich mal eine halbe Minute nicht, ne? Ich geh weg, baue gerade Quarz ab und auf einmal von hinten gekillt. Töten müssen. Ja, keine Ahnung, ich hab die Regeln nicht gekannt. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, hallo, bei 500 Zeilen, Alter. Boah, hier ist ja schon richtig was. Ja, aber das ich komm erstmal mit der Nether jetzt und dann mache ich nachher, glaube ich, ein bisschen Advanced Genetics. Advanced Genetics ist das ist super. Gut. Ja. Du kannst nämlich dann, ohne dass du dich. Alter, ohne Witz, die Musik ist laut. Du kannst nämlich dann, ohne. Dass du dich verwandeln musst, fliegen oder so. Das kannst du selbst machen. Aber du musst halt bedenken, dass es auch eine Regel gibt, die heißt nicht fliegen und nicht nur verwandelt fliegen. Hä? Also nicht eine Regel, also Strafe. Eine Strafe. Ja, die gibt's. 50 Tode ist nicht fliegen. Oh, ich komme nicht mehr raus. Ich bin hier irgendwo und komme nicht mehr raus. Eine Strafe ist 50, was? Ich bin letztes Mal am Ende der Folge noch in so eine Höhle reingeflogen und da bin ich jetzt. Sag mir das nochmal bitte. Toten. Wenn unser Team 50 Tode hat, dürfen wir 3 Folgen lang nicht fliegen. Was? Das ist unfair. Nee, genau. Ist nicht unfair. Müssen uns halt anstrengen, dass wir nicht sterben. Ja, aber wir haben noch nicht so viele Teamtode, von daher. Nee, die erste Strafe ist eigentlich viel schlimmer. Du darfst 5 Folgen lang kein Monster töten mit einem Hut auf dem Kopf. Ja, ohne ist schlimm. Also bitte. Ja, es ist blöd, wenn du von Monster eingriffst mit einem Hut auf dem Kopf. Oh shit, Permafrost, das muss weg. Ich habe eine Frage ganz kurz. Und zwar, ich habe eine Monsterfalle gefunden. Da kann ich ja theoretisch ein Haus drumherum bauen und das richtig Spawner sichern. Dann dürfte keiner den Spawner. Ja, einen Spawner natürlich, aber. Korrekt. Dann dürfte keiner den Spawner abbauen, ne? Aus allen Richtungen ersichtlich macht, dass das Ding nicht natürlich gebaut ist, ist es sicher, ja. Okay. Das war die Regel. Ja, Rather, hattest du den Server eigentlich neu gestartet? Ja, warum? Okay, weil der bei mir immer noch laggt. Dann liegt es tatsächlich nicht am Server wahrscheinlich, sondern an meinem Rechner oder so. Das habe ich dir letztens aber auch schon gesagt. Ich habe auch irgendwie alle paar Sekunden so einen kleinen Hänger. Okay, bei mir nicht. Wollen wir dann in den Nether oder? Ja, wir können gerne in den Nether. Ich nehme mir nur noch ein bisschen Essen mit, weil ich wurde ja getötet von Grabs und habe kein Essen mehr gehabt. Ist einer von euch gerade Fledermaus? Ja, ich. Okay, ich bin das fliegende Hühnchen über dir. Also wenn ihr eine Fledermaus braucht... Also Guten wäre gut, wenn du auch noch Team Rot joinen würdest. Ne? Wie geht das? Einfach über die Route. Weil ich werde jetzt ein effektiveres Flugmittel für Nether nehmen, als ein Hühnchen oder ein... Ach scheiße, ich habe keine Dias mehr. Komm ich denn hier raus, ey? Ich brauche Holz, stelle ich gerade fest. Ja, Holz ist bei mir Mangelware, obwohl ich in einem Wald lebe. Ist das normal? Unangenehm. Das muss ich auch noch bauen, so eine von Mindfactory, so eine Harvester-Farm, die Holzfarm, damit ich genug Brennstoff habe, um Advanced Genetics zu machen. Wo hab ich denn mein Inventar drauflegt? Ich komm schon mal in den Nether. Achso, ich hab letztes Mal kurz was machen müssen mit Dalu. Ah, jetzt. Ich komm schon mal in den Nether. Irgendwas ist hier gerade explodiert. Ja, gegenüber, aber an der Wand, wo nichts gebaut ist. Fliegt da gerade jemand als Blaze rum? Ja, ich bin ein Blaze. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn es regnet, ne, bist du tot. Ich weiß. Okay.
Das ist nett. Aber dir macht Lava keinen Schaden, das finde ich korrekt. Wie war das jetzt mit den Teamwechseln? Auf den Knopf rennen, wo die Rollwelle drunter ist. Genau, einfach auf den Knopf. Wie komme ich hier wieder raus? Am Spawn. Wo raus denn? Wo bist denn du überhaupt? Wo musst du raus? Ich bin unten in der Höhle drin, die ist in der Nähe vom Spielpiraten und Alter, hier wer hat bitte die Tür offen gelassen bei der Safe Zone? Am Spawn, hier ist alles voll, ne? Hier ist voll. Hier ist es schon offen gewesen, wo ich gerade bin. Alter! Das ist eine geile Hälfte Spinne. Das will ich haben. Das will ich Spinne nicht töten. Geht's auch nicht raus, oder? Aber ich mach die Tür jetzt hier zu. Ach nee, beim Spawn bin ich sowieso nicht gewesen. Also ich bin gerade am Safe Point gerade und da geht die Post ab. Du hast gerade die Tür offen geworden. Okay, du hast jetzt gerade Zombie-People angegriffen. Du bist bewusst, was das für eine Auswirkung hat auf dich. Ja klar, aber. Aua! What the fuck? Creeper vor unserer LOL, Tür. Geiler Helm, den will ich haben, dankeschön. Ah, du hast den geilen Helm, okay. Ich wollte jetzt nicht angreifen, weil ich nicht auf dem Boden landen wollte. Ach, du hast noch niemals eine Spinne getötet? Nee. Ja, warte, ich weiß gerade im Moment keine gute Idee. Maru! Ja. Ich komm hier nicht raus! So, okay, kommst du mit? Kannst du mir vielleicht helfen beim Einsammeln? Ich brauche richtig viel Quarz, um mein Haus zu bauen. Klopfen, aber mehr auch nicht. Quarz für dein Haus. Nein, wir brauchen Quarz für unsere. Oh, der Helm ist auch geil. Warte kurz, den hol ich mir. Helm entschart. Hallo! Lol, one hit. Ich höre den Zombie gegen die Tür klopfen, aber ich will habt ihr schon ein Enchantment Table? Ein Table habe ich, glaube ich. Wirklich? Ich weiß nicht. Irgendwo steht ein Table rum in einem roten Haus. In dem roten Haus, wo Frame gerade drin ist. Okay, ja, ich glaube, der Spielpilot hat die Höhle zugebaut. Kann ich dann hin? Natürlich, das hat ja nur kein Schild dran, dass er nicht rein darf. Ja, geil, weil was ich geil finde, ist nämlich, Team Blau hat noch kein Enchantment Table. Hey, Guten! Gut. Brauchst du Startausrüstung? Oh Gott, eine Riesenspinne, die brauche ich. Brauchst du Startausrüstung? Ich hab was. Okay, ja, gut, dann nicht. Diese komische rote, lange Kabelstone-Säule, die hier bei uns auf dem Boden rauskommt, das ist auch etwas gebaut. So, man hat uns gesagt, in unserem Hinterausgang gibt es keine rote Wolle. Stimmt, das ist keine Markierung. Wieso? Saus sind nicht markiert. Da war eine Wollmarkierung. Na, wo denn? Da war eine. Ohne Spaß, hier hat eine gestanden. Da hat sich jemand angebaut. Maru, wo bist du hin? Ich fliege da herum. Guten, ich gebe dir einen Tipp. Das ist ja überhaupt nicht ohne Rüstung im Nether sein. Ich mach nee, gut. Ach ja. Du bist hier ein bisschen gefährdet. Irgendwas habe ich vergessen. So, Maru, ich habe noch keinen Blaze getötet, also. Ja? Okay, also ich. Nach rechts habe ich erkundet, da ist auch eine Festung mit Blazes, ganz vielen. Okay, also hier jetzt nach rechts einfach. Folge, siehst du mich noch? Ja, ich seh dich noch, du bist Blaze. Wenn du rausgehst, links. Ach da, er kann nach hinten. Okay, ich folge dir einfach. Ja. Du bist mein Führer. Hier ist auch alles schon abgefahren, ich glaube, hier gibt es keine Erze mehr. Ja, das liegt daran, dass die Blauen schon 300 Folgen haben. Wenn ich da war, du nicht, flieg nicht durch die Lava durch. Ja, nee. Weiß einer von euch, wozu diese komischen Stahlkonstrukte sind, wo Wasser in die Lava reinläuft? Ja. Was schmilzt du hier? Wieso? Ich weiß noch gar nichts, aber das Schild hier, ist das so okay, dass die Truhe dann gesichert was ist? Was machen die denn? Nichts, das macht gar nichts, da ist nur Wasser drin. Achso, das ist einfach nur irgendwas, was in den Boden reinläuft. Genau, da ist gar nichts. Also, da ist ein Eisen dann im Wasser, ne? Weißt du, das ist so... Alter, wo ist das Geistgedöns gewesen? Ja, ich frag mich auch gerade, wo bin es ich ist. Bin ich bei euch vom Server geflogen? Ja. Pass auf. Ja, du bist vom Server geflogen. Gerade Standbild, mal gucken. Alter, so viele Erze hier. Willst du was sichern oder was? Warte, ja, holen. Ich will was. Pass auf, nicht die Warzen abbauen. Ach, das ist ein Wizard-Wort. Ja, auf jeden Fall. Ja, die. Ach ja, da stirbt man wieder. Du musst ja nur eine Kiste reinstellen oder was? Ja, er braucht nur. Ich will nur irgendwie. Ach da, ich seh dich ja nicht. Ich baue gerade noch die Quarzdinger ab. Okay. Dann guck ich mal ein bisschen. Nee, nur für mich erstmal. Okay. War ich hier schon? Ja, hier. Aber die Netherwarzen kann ich abbauen, ne? Die ganz normalen dann. Da machen wir gleich zwei. Netherwarzen halt kannst du abbauen, ja. Okay. Hallo, so, ich folge dir wieder. Ich baue später die Quarz ab. Mit einer verbinden mit einer Tür oder so. Jetzt sicherer, wenn du eine Blaze bist. Ja, von mir aus können wir uns das hier einfach offen lassen in der Mitte. Einfach auf der Flucht in die Lava springen und dann finde ich keiner mehr. Erstmal ja, stimmt. Ja, ich brauche auch Holz. Und das Problem ist, wir haben hier kein Holz. Ich habe noch Holz im Inventar. Das ist gut. Habt ihr eine Lumberjack-Eggs? Aber nur helles Oakwood, ist das egal, ja, ne? Ja, das ist egal. Eine Lumberjack-Axe ist meistens so, dass der Server dann abstürzt, oder? Zumindest war es damals so, bei der älteren Version noch. Hab die 5x5 Bäume damit gefällt, der Server ist nicht abgestürzt, also... Cool, ja geil. Boah, dann gib mir gleich mal das Holz, ne? Ist in einer anderen Kiste, leider. Also gibt's noch ein Biom, da gibt's 10x10 Bäume, die kriegst du damit nicht mit einem Schlag kaputt. Warte kurz, ich hab da jemanden gefunden mit geilen Helmen, den hol ich mir. Aua!
Ach, das da. Ja. So, warte, da kommen noch ein paar. Ich hol mir die noch ganz kurz. Ja, ich snack den mir. Kann man es nicht missverstehen. Bitte? Dann kann man es nicht missverstehen als... wenn man das auskleidet, ist das eine gute Idee, meinte ich. So, fertig. Ja, das muss uns... Ja, genau. Wollen wir wieder... Oben lang, glaube ich. Ach, nach oben, okay. Ich gucke, ich habe nur die eine Richtung aufgedeckt, glücklicherweise. Ich muss die Tür nochmal abreißen, weil die ja auf dem Block steht. Okay. Macht nichts. Oh, da sind wieder welche. Ich glaube, die sind noch aggressiv auf mich, oder? Ja, die sind nee, gar nicht. Die sind nicht aggressiv, nee. Nee. Wir haben noch 4 Millennium Nuggets und 4 Blocks. So, okay, das heißt, wir gehen jetzt auf Blaze-Jagd, ne? Hast du nur einen Typ jetzt gemacht? Ja, ne? Ja, ich habe nur einen Trigger. Habt ihr mehr Kobalt oder mehr von dem gelben Zeug? Wir haben mehr Kobalt. Oh, ich krieg bisher nur gelbes Zeug immer. Aber Adit kann man auch mit normalem Diamant abbauen. Ist das nicht beides, nee, wie ist ich hab tatsächlich noch mehr jetzt aufgesammelt. Keine Ahnung, rosa. Ich kenne mich nicht so gut an, an. Ich habe das ungünstig hingestellt, ich sehe schon. Ich kenne mich nicht so gut an, ne? Ist egal. Ja, Entschuldigung. Hier irgendwo auf der Seite von dem Ding, aber ich weiß nicht wo. Stevie Wonder. Ich darf mich auf die blöden Bücher reinkloppen. Aber warte kurz, Maru. Ja? Das brauche ich auch. Übrigens, unser wo die Smeltery drin steht, das müssen wir auch noch auskleiden, ne? Da kann man für meine Farm brauche ich das. Ja, das stimmt. So. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich eigentlich in einem Nether jetzt bin. Quarz, ja. Dann werde ich mal eben kurz gucken. Ja, nicht nur Quarz, sondern auch hier, die Knochen. Schwerter schmiede. Ach, die Knochen? Ja. Brauchst du die? Ja. Ich lasse aber meistens einen Teil des Gerüsts stehen, weil ich einfach nur die großen Teile abhaue. Was willst du uns bauen, hast du gesagt? Wollten wir Rapiere haben oder was wollten wir haben? Ja, Rapier, ne? Ja. By the way, aber ganz kurz, damit ihr es wisst, ich weiß nicht, ob ihr es alles schon wisst, wegen Rapiermäßig. Es geht zwar durch die Rüstung, aber nicht durch Protection. Ja, hatte irgendjemand erwähnt. Ja, wir müssen erstmal die Blauen auch wissen, dass man da auch noch Quarz und so ein Kohl, so ein Kram draufkleben kann. Also, das war mich dann im nächsten Part wieder ein. Erlaubst du mir, durch deine Tür zu gehen übrigens? Ja, bitte. Gut. So, ich erlaube dir auch durch meine Tür zu gehen. wo bist du jetzt, Maru? Wo bist du? Ich bin dabei. Falls ich mal durch. Ja, ich bin immer noch dort, wo ich vorhin war, mit dem Knochenabbau. Okay, warte, ich komme zurück zu den Knochenbäumen. Das kleine Händel. Sind die ganz vielen Ranken? Ja, genau. Ah, da sehe ich die auch abbauen. Ach, da, hallo. Torwart. Okay, passt. Den Rest lasse ich stehen, das sind nur noch kleine Teile. So. Bei den Ranken aufpassen. Oh, wo sind die? Oder was? Was suchst du? Ach, manchmal, ja. Die Gussteile quasi. Moment, geiler Hut hole ich mir. Sind die alle nicht mehr in der einen Kiste drin, wo sie hallo! Waren? Und tot. Fertig. Ich bin gerade irritiert. Ah, guck halt. Ob jemand die geklaut oder mitgenommen hat, quasi. Warte, den nehme ich mir mit. Sehr gemein. Das wäre total bitter, wäre das, wenn die. Weil die warte, so nehme ich mir mit. Was wurde geklaut? Was nicht häufig Gussteile? Man braucht Gold zum. Dafür, oder? Nee, ich hab noch. Hier ist noch ein. In Frames Sachen ist, oh, eine, da ist noch ein Blank Cast drin. Also ein unbenutzter. Okay, und wo sind die Blazes? Und das Ding ist, er hat mir gesagt, ich kann mich bei seiner Truhe bedienen. Ja? Aber irgendwo. Ich wollte halt jetzt nicht irgendwas verbrauchen, was er halt irgendwie vielleicht selbst. Ach, hier, da ist ein Spawner. Halt blöd. Oh mein Gott! Ein Geist mit einem geilen Hut! Ja. Hey, gib mir den! Irgendwie haben wir zu viele Gespräche gleichzeitig, oder? Kann das sein? Yeah. Ja, Vitalio, eine Warnung, nicht an diese komischen gelben Kontraste rangehen. Was? Nein! In die was? Kannst dein Zeug, was du verschmilzt, vergessen. Blöcke da oben. Nein! Was denn? Achso, ja, das sind Bienenstücke, ne? Nee, es ist noch nicht weg. Bist du der Blaster? Ja, ja. Der bin ich nicht, Ja, super! Kannst du töten. Ja, weißt du, man muss total aufpassen, sonst gibt's einen Regelverstoß, ey. Und jetzt kann man es nein, es ist anders. Doch ein Blaze. Halt was hast du da reingetan? Das ist schön, jetzt tut mir Feuer nicht mehr weh, ne? Ich hab da gar nichts reingetan. Da ist Steel drin und. Yes! Manövium. Wir sollten noch ein Skelett. Gieß das mal raus. Ich denke, das kann man nicht mehr gebrauchen, weil es blutig ist. Ja, ein Skelett oder ein Wither-Skelett ist gut. Vorher war es ja lila. Ach so, wenn einer reinspringt und stirbt, ist das ganze Erdzeug ungebraucht oder was? Ja, die können dann blutig werden und sind die halt nicht mehr so. Ja, dann haben die andere Eigenschaften halt. Auch bessere Eigenschaften? Nee. Hast du gerade den Wither getötet? Da ist er! Das Ding ist, wir haben kein Ablassteil hier. Achso, das ist gut. Wir können das nicht ablassen. Das sind sogar zwei! Ja, pass auf. Oh nee, ich hab einen Wither-Effekt. Du bist unsterblich. Lande, du bist jetzt nicht mehr wisserbar jetzt. Macht ja Sinn, dass wir das nicht haben.
Ja, ja. Geht oh so. Gott, hier ist es. Drain ist hier, aber hier in ist. In was verwandle ich mich? In was verwandle ich? Da müsste eigentlich noch so ein Dings dran stehen, so ein Behälter zum Auffangen. In einer Spinne. Ja, steht keiner dran? Nee, steht keiner dran. Hat jemand abgebaut? Ich glaube, das ist nicht gut genug zusammengebaut, ehrlich gesagt, glaube ich. Wie heißt der nochmal? Blaze, ne? Ich komme gleich, guck's mir mal an. Ja. Ich will den nur ein bisschen Strom anzuholen. Ich gieße jetzt einfach mal einmal eine Lade. Oh, da ist noch ein Skelett! Von dem Manylium da rein. Pass auf, jetzt bist du nicht mehr immun gegen Wizard, ne? Nee, dann wird es auch blutig. Und dann? Alter, man sieht total nichts, wenn man Blaze ist. Ja. Das ist keine gute Blaze, okay. Ja, aber können wir das wieder reinigen? Nee. Das ist jetzt verloren, glaube ich. Den sollst du jetzt nicht noch mehr reinkippen. Also, jetzt müsst ihr alles mehr abgießen. Reinkippen würde ich jetzt nicht. Ja, ich habe eine Necrotic Bone. Ja, ich schätze mal, dass du es dann abgießen musst. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal. Ja, es hätte man stirbt sofort, wenn man reinspringt. Komm jetzt wieder. Ich habe nur ein bisschen Holz gerade geholt. Kurze Frage an euch. Wart ihr schon öfter in der Hölle? In der Minecraft-Vanilla ja, aber hier nicht. Okay, habt ihr, also, auch wenn ihr nicht so oft in der Hölle wart, habt ihr schon Wither-Skeletons besiegt? Nein. Okay, na weil die Necrotic Bones kann ich immer gebrauchen, die brauch ich halt. Was willst du daraus bauen? Extra Herzen. Okay. Willst du dir eine Rüstung machen dafür oder wie? Wo ist denn unser Haus? Mit Hartkanistern dann? Ja genau, Hartkanister. Ja, okay. Ja, die brauchen wir alle, werden wir alle früher oder später brauchen. Ja, also was, ich werde mit Advanced Genetics wieder halt einen Haufen extra abgeholen. Auch. Wie geil! Kannst du nur mit offener Hand aufmachen. Die Blazes haben den Skeleton abgeschossen. Oh, das ist wieder da. Oh. Mach mal, lass mich mal rein. Ja. Guck mal hier. Das ist ein geiler Helm. Auf der Hand auf. Ja, hab ich auch mich gewundert, aber ist so. Ich hab. Maru? Unglaublich. Ja. So, das ich will wieder raus. Okay. Das wird mir zu gefährlich. Das Ding ist, wir haben kein Seared Stone mehr, ne? Brauchen wir Clay vor allen Dingen. Das finden wir wahrscheinlich in der nirgendwo mehr, weil alles abgearbeitet worden ist. Warum ja. Schätze ich mal. Da, wo ich Clay geholt habe, war es unendlich viel. Das ist gut. Denn das Problem ist, dass wir jetzt noch so einen Behälter dafür bauen müssten, damit wir das ablassen können quasi. Hier ist das so ein Behälter? Ah, nee, hier ist bist du schon wieder im Rückflug? Nee, das ist nur ein offener Drain, aber da muss eigentlich noch so ein Behälter dran stehen. Nee, warte mal, das ist hier für die Vorlagen, ne? Kann man nicht, Nee, das ist hier quasi für diese Casting-Dinger. Ja, für Werkzeuge und... Boah, die will ich haben! Aber du willst ja jetzt richtige Barren gießen, oder? Geiler Hut. Nee, ich will das ablassen, um zu gucken, ob das man das quasi wieder reinschmeißen kann danach. Ja, aber hier ist doch eine Drain, oder nicht hier? Hier ist eine Drain, aber ich glaube, um das in Blockform wieder zu kriegen, musst du da so einen speziellen Block dran bauen. Ja, warte mal, wo ist denn der... Ich muss mich mal morphen. Das ist doch ganz einfach. Haben wir im Barren irgendwas? Ich brauche im Barren irgendwas. Hallo, Guten. Hallo. Haben wir irgendwo Eisen? Nimm Eisen, genau. Ein Stück Eisen, weil das in Stahl geschmolzen wird. Wo ist denn die Stahl Eisen? Haben praktisch. Wir irgendwo Eisen drin? Ja, wir müssen noch Eisen. Eine von den kleinen Truhen. Ja. Du sammelst Adit-Ohr. Ja, ich sammle hier Erze ein. Ich habe kein Eisen hier. In der hier ist auf jeden Fall Eisen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall wieder rausgehen aus dem Nether. Ah ja. Weg hast du ja, ne? Das ist ein anderes Buch. Irgendwie. Was? Das habe ich nicht. Den Weg hast du ja. Den Weg habe ich ja. Ich habe Wake-Punkte, wollte ich gerade sagen. Wake-Punkte. Rapidly Smack. Shit, haben wir... Ach stimmt, die roten Kleber sind die Instant-Explosives-Kreter, ne? Shit. Haben wir Gold? Wir brauchen Gold. Sonst wird das gerade nichts. Ich habe gerade, glaube ich, Gold da reingetan, oder? Ein Gold-Nugget, das war hier irgendwo. Was ist gerade euer Problem? Kann man euch irgendein Material geben? Ja, ich habe Gold hier in Frames-Truhe. Wieso? Ja, wir müssen ja erstmal... Pass auf, wo ist Gold? In Frames-Truhe? Wo ist Frames-Truhe? Diese hier im Schild gesichert ist. Ah, hier ist noch ein Blank-Cast. Woraus habt ihr euch eure Rüstung gemacht? Ich brauche Gold. Ich glaube, einen Barren, glaube ich. Wo wir unsere Rüstung gemacht haben? Ja. Ja, hier mit den Materialien, ne? Geht das überhaupt? Warte mal, in der hier oben... warte mal, wo waren die Truhe mit den Materialien? Funktioniert da hinten rechts, Leute, rechts in der Ecke. Wenn man sich ein Feld baut und das am Dach sozusagen ist, darf man als Gegner Eisen wegnehmen. Aber in der Safe Zone der Hauptstadt, nein, darfst du gar nicht. Nee, du kannst den so nicht rein platzieren, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich in der Safe Zone bin, ich weiß nicht, wie weit die reicht. Warte mal, ich geb dir eben Eisen. Ja gut, aber ich bin etwas weiter weg vom Berg. So muss das sein? Knapp 50 Blöcke oder so. Ich hoffe nur, das Gold wird jetzt nicht auch blutig, das ist das Problem. Dann haben wir ein bisschen Guten, da darfst du nicht rein, das ist ein Verstoß. Oh. Guck mal, oben über der Tür steht Sprachgewalt und auf der rechten Seite Rothermoon, da darfst du überhaupt nicht rein.
Oh nein. Freund und Hafensänger. Ja, das gibt jetzt einen leichten Regelverstoß. So, hier und ich schmeiße mal eben Eisen zu dahin. Leute, Mann. So, was hast du jetzt gemacht? Du hast da unten Eisen reingepackt? Ja, warte mal, es wird noch. Okay. Hab ich oben eine Rüstung an? Ja, geht doch los, für ja. alles Regelverstöße, Mann. Ja. So, ich hoffe, das Gold wird nicht blutig. Oh mein Gott, du hast meine Tür geöffnet! Regelverstoß! Den hast du dir aber da rein platziert, ja, ne? Du, so nee, den hab ich da, wo du draufstehst. Ist einfach so, Alter, okay. Das gehört sich so. Niemand öffnet hier meine Tür, ja? Was denn aus Gold? So, wenn ich jetzt hier... Wieso kann man den nicht hier ablassen? Was fehlt denn hier noch? Da fehlt... Ich hab doch die ganze Zeit erzählt, dass noch was fehlt. Nee, oh, aber Mann, du meinst was anderes. Hier ist so ein Ablass dran eigentlich, muss man den nicht... Braucht jemand was aus dem Nether und will aber selbst nicht in den Nether hineingehen? Warum machst du das jetzt weg? Ach, du wolltest einen Cast davon machen, oder was? Ja. Gerade beschäftigt. Aber es geht nicht. Leute? Geht wirklich nicht. Was denn? Braucht jemand was aus dem Nether, will aber nicht in den Nether hineingehen? Ist Gold unten? Ja, Gold. Okay, wie es aussieht, nicht. Dann anscheinend halt nicht. Ah, jetzt geht's. Nether reingehen? Wer, wer, was, wie, wo? Wir sind, ich hab gesagt, braucht jemand was aus dem Nether, will aber ja nicht in den Nether hineingehen? Ja, Kobalt und Adit in rauen Mengen. Okay, ich habe jetzt 7 Kobalt und 7 Adit. Ich habe Kobalt so viel, ich habe glaube ich 31 Stück Kobalt in meiner Truhe, aber die will ich ja selbst haben für mein Werkzeug. Und ja, aber so. Du hast mich gefragt, was ich haben will. Ich will Adit und Kobalt und zwar in rauen Mengen. Ja gut, das macht Maru. Nicht wahr, Maru? Wer ist denn dazu, das zusammenzulegen und dann zusammenzuschmelzen? Was willst du zusammenschmelzen? Ja, Waffen ja, und so. Das Zeug, das einfach alles jetzt in eine Schmiede packen und einfach die Waffen bauen dann. Ja, natürlich. Das war ja der Plan, den ich gerade eben hatte, bis Rasemun das verunreinigt hat mit seinem Blut. Okay, also ich dachte, so Rasemun, was tust du? Rasemun, das Blut ist unrein. ja. Ich hab 10. Da sind 5 MB Blut drin jetzt in dem Ofen. Das sieht man sogar, wenn man drauf hält. Ja. Locker bleiben. Kannst du da vielleicht nur nekromantische Sachen draus machen jetzt? Nekromantische, hast du gerade gesagt, ne? Ja, klar. Und vor allem, was wenn das jetzt hier chinesisch verändertes Blut wäre? Chinesisch verändertes? Warte mal ab, ich regel das schon hier. Also ich muss jetzt auch seinen Cast benutzen, seinen Blank Cast, damit wir hier den Griff bauen können. Das ist total. Okay, warte, wollen wir das nicht so machen? Weil wir nehmen ja jetzt alle ein bisschen länger auf, ne? Würde ich sagen. Wir nehmen ja alle ein bisschen länger auf. Wollen wir das nicht. Nein. Oh, scheiße, nee, da war's wegschmeißen. So, wollen wir das nicht so machen, dass wir sozusagen einteilen, wer was macht, damit wir schneller vorankommen? Wieso geht das jetzt nicht? Das ist nicht schon wieder. Ja, du könntest tatsächlich das Zeug aus dem Level holen. Das war jetzt nicht so auf Spaß jetzt allerdings. Also es wäre wirklich hilfreich. Guck mal, jetzt geht's. Aber ich mein zum Beispiel, einer macht Advanced Genetics. Haben wir jetzt hier drin? Der andere macht einen anderen Mod und so weiter. Ich würde dann erstmal mit rumnässern und dann würde ich auch von Advanced Genetics bauen. Gerne. Ja? Wo seid, okay, passt. Haus seid ihr am Bauen? Hier in dem hier? Also ich mache hier Tinker's Craft gerade. Tinker's halt. Construct, okay. Ja, genau. Gut, das heißt, du bist derjenige mit Tinker's Construct. Ratamun macht anscheinend gerade irgendwas mit seinem Blut, oder? Ich schmelze da rein, ne? Hier ist kein Schild. Nee. Rata? Was denn? Ich schmelze gerade hier und ich rette unseren Ofen. Wie mache ich denn in eine Form in den Cast rein? In den Cast. Das hab ich doch gerade hier gemacht. Was willst du für eine Form machen? Ursprünglich macht man das so, dass du das Objekt in das Feld legst und dann reingießt. Dann hast du quasi einen Cast. Okay, das heißt, ihr macht gerade Tinker's Construct alle zusammen. Ja, ich weiß ja schon wieder Bescheid. Wo soll ich das Zeug reinpacken? Welche Kisten? Packen für euch. Welches Zeug in die Kisten? Mann, Alter. 7 Erz und nochmal Erz. Ach so, wir haben hier hinten rechts. Bist du gerade hier? Ja, wie viel haben wir? Hier hinten rechts die Kiste, da sind alle richtigen wertvollen Sachen. Na, ich pack mal hier Kobalt und Adit da rein. Oh, das ist sehr gut. Ja. Hier, dieses Lila-Zeug, was war das nochmal da drin? Weil das reicht nicht. Das ist Manyllium, ist das Lila-Zeug. Dann schmelzen wir was davon nochmal ein. Es gibt ja auch Manyllium-Schwerter, oder? Ja. Kann das sein? Ja, das wollte ich erbauen. Das ist ja das Ziel, Rapiere. Das Manyllium machst du aus Adit und Kobalt. Okay, ja gut, dann kann ich mir eins machen. Finde ich gut. Ich schaue mir eben kurz gerade nach, ob das noch mehr braucht als die beiden Stoffe. Sekunde. Kleinen Augenblick Geduld haben. Kobalt habe ich viel. Was? 3 Mutterspinnen? Ich nenne sie einfach mal Mutterspinnen. Das ist doch nur das Blut da drin, ja? Wenn ich das jetzt abbaue, müsste es doch eigentlich kaputt gehen. Und dann müsste doch eigentlich das Blut weg sein. Ich habe keinen Schimmer, ehrlich nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee, es bleibt da. Okay, ich habe noch Kupfererz, Zinnerz. Ich glaube, ich muss das Ding hier abbauen. Ja. So, Alumite, Netherrack. So, Blut ist jetzt raus. So, ich hab's wieder sauber gemacht.
Okay. Oh, er hat's wieder sauber gemacht. Manillion, Leute. Ja, erzähl mal. Alter, das sind... Ich hab gerade mit Spider-Man 5.0 zu tun, ey. Hört auf. Ja, ich weiß gerade nicht, ob du das eine Schmelze machst. Du kannst das... ist ein Alloy-Bla. Boah, ist das nervig, ey. Das ist ja eine Base, bla bla bla. Ja, und ich brenne auch noch! Hier nicht drin, was ich dafür mache. Oh nee, Hilfe! Erstmal Energie. Also Adit und Kobalt weiß ich definitiv. Ich weiß nicht, ob da noch Obsidian reingehört, aber ich meine, das sind nur Adit und Kobalt. Ich hab das Buch, glaube ich, in der Hand. Nee, das ist was anderes. Da hab ich. Weil irgendwie geht das aus diesem Buch hier nicht hervor. Ah, keine Ahnung, wieso. Wie machen wir nochmal einen Trichter? Du kannst gute Fragen stellen, ne? Danke. So, ich geh raus aus der Hölle. Ich hab genug von der Hölle. Schön. Mach mal einen Trichter. Keine Ahnung, mach noch den Items auf und gib einen Trichter. Eisen. Also Eisen ist klar. Eisenblöcke, glaube ich, in... Eisenblöcke? Nee. Never. Was heißt Trichter nochmal im Englisch? Am Willen? Nee, das ist ein Amboss. Keine Ahnung, stell's auf Deutsch um und gib Trichter ein. Was ist das denn? Mitteltail. So, wie viel, wie heißt denn das Ding nochmal auf Englisch? Wie viele Bones habe ich denn mit? Ich such's eben raus. Ich hab genug Bones für die nächsten paar Tage. Wie heißt Trichter auf Englisch? Funnel. Leute, lasst es bitte, ich hab genug Englisch jedes Mal, ey, das geht mir gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob das in Minecraft auch Funnel genannt wird oder eine andere Bezeichnung hat. Wie? Tunnel? Funnel? Ja, Funnel, genau. F-U-N-N-E-L. Nein. Funnel. Nee. Warte mal, wie könnte man das noch nennen auf Englisch, ey? Ein Hopper ist das. Achso, auf Englisch Hopper. Ist das Hopper. Ah, ja, genau. Ein Hopper. Hopper. Kennt ihr euch mit Terminal Expansion aus? Mit was? Terminal? Was? Nee, leider nicht Kiste, so richtig logo. Bisher. Kiste, Kiste. Weil hast du gerade... Terminal Expansion, das. Terminal Expansion? Wegen der Regierung? Nee, wegen dem Strom. Nee, leider. Weil du brauchst für Advanced Genetics, brauchst du einen Haufen Strom und der Combustion Generator ist sehr ineffizient. Ja, dann nehmen wir ihn trotzdem. Bau halt mehrere auf. Ja, du musst 18 Kohle pro Aktion eines von diesen Objekten. Achso, ja, doch. Das musst du machen, aber. Das musst du. Das ist ja easy, ne? Also, ich hab das ja schon mal gemacht, ein bisschen B-Team und so und Advanced Genetics und so. Und ich hab ein paar Kohleblöcke dafür verbraucht. Ja, deswegen will ich ja die Thermal Expansion Energie nehmen, weil die effizienter ist. Ist doch egal. Kohle findet man eh so in Übermaßen. Wie war das nochmal, wenn ich einen Gegenstand suche in den rechts in den Dingsies, wo unten, trage ich das? Unterm Inventar. Ah, okay. Oder ich mache halt das, was ich ursprünglich geplant hatte. Ich baue dieses Ding, das Bäume pflanzt und Bäume abbaut und lasse das dann in den Ofen das Holz liefern. Ja, das suche ich. und das lässt du dann automatisch mit einem Hopper in einen Ofen und das macht dann automatisch. Die Folge Energie. Ist vorbei übrigens. Leute, die Folge ist vorbei. Zumindest nah dran, ne? Ja, nah dran. Ich würde sagen. Ja, komm, dann mach ich das gleich. Wir beenden die Folge hier. Ja. Das sind 30 Minuten. Genau. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss.